Moin Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Nach 9 Ewigkeiten, ich habe jetzt meine Abschlussprüfung fertig. Deswegen gibt es jetzt mehr. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. So schulisch gesehen, ich muss weder arbeiten noch schreiben noch irgendwas anderes tun. Bis auf jetzt noch ein bisschen was organisieren, aber das geht so nebenbei, deswegen werde ich euch jetzt zunächst mal wieder mit etwas Content zumüllen können. In der letzten Zeit kam ja wegen diesen Abschlussphasen-Zeit-Ding da halt auch etwas weniger, aber es hat sich jetzt gelegt. Jetzt gibt es wieder ein paar Videos. Und ich werde jetzt auch bald noch einen Zweitkanal starten. Haben vielleicht einige schon gesehen, habe ich auch irgendwo nochmal gesagt. Ich wollte ja ursprünglich hier League of Legends Let's Plays hochladen, aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie finde ich das Spiel nicht so doll für ein Let's Play, weil man da so viel erklären muss, was man da tut, bla bla. Da habe ich mir gedacht, machst du halt einfach einen Just Too Many Items. Machst du halt einfach einen Zweitkanal, wo du dann League of Legends hochlädst. Also für alle, die das interessiert, die können auf den League of Legends Kanal gucken. Ansonsten ist halt nicht. Was wollte ich noch gesagt haben? Ach ja, wir werden jetzt erstmal hier wieder an unserem Häuschen weiterbauen. Ich habe es da nicht hingekriegt, wie ich ja in Isaac, Binding of Isaac angekündigt habe, den Timbermod zu installieren. Weil ich einfach zu blöd zu bin. Oder ich habe irgendwie wieder eine falsche Version oder sowas installiert. Man weiß es nicht. Deswegen gibt es hier jetzt noch, deswegen gibt es jetzt hier Holzfarm-Action. Ist das nicht super? Ja, ich glaube, das ist super. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Als mir nur beim Holzfarm zuzugucken. So, du weg. Du weg. Hep, hep, hep. Das Problem ist, dass wir auch relativ viel Holz brauchen. Ich versuche, glaube ich, jetzt einfach mal auf den Baum hier zu klettern. Und werde den dann niederreißen. Joa, so machen wir das. Da ist ja relativ viel Holz dran. Da können wir damit auch schon mal anfangen. Terraria werde ich jetzt gleich rendern. Das kommt dann auch wieder. Mal ein paar Folgen. Wir können momentan nicht aufnehmen. Da gibt es ein paar Probleme, weil jemand fehlt zum Aufnehmen gerade. Es ihm nicht möglich ist aufzunehmen, aber sobald er wieder, sobald es ihm wieder möglich wird, gibt es wieder durchgehend Terraria. Minecraft kommt jetzt durchgehend, Binding of Isaac wird jetzt durchgehend kommen. Was heißt durchgehend? Das wird mal kommen, wenn ich Lust habe, und dann gehen wir auf The Binding of Isaac DLC jetzt bald hoch, dass es halt spannender wird. Das ist das neue Update. Gibt es halt relativ viele Let's Play schon von, habt ihr vielleicht gesehen. Ich möchte das auch gerne machen, weil es einfach genial ist. Muss man mal sagen. Also für ein Addon wurde da echt ganze Arbeit geleistet. Und ansonsten, diese Folge wird jetzt noch nicht wieder so mit Themen geschmückt sein, weil ich jetzt erstmal wieder ein bisschen, ich werde erstmal wieder ein bisschen Minecraft bringen. Und dann in der nächsten Folge werden wir jetzt wieder hier auf Themen fixieren. Weil ich möchte jetzt einfach mal unbedingt das Haus hier fertig bauen, weil mich das stört, dass es immer noch nicht fertig ist. Hat er sicher Verständnis für. Zumindest die meisten. Du kommst auch noch weg. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Dip, 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 dip. Ich muss mal irgendwann die Musik ausmachen, weil ich mich einfach viel zu stark auf die Musik konzentriere. So, so, so. Ach ja, was ich dann noch machen wollte. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt für diese Minecraft-Version und ob die Entwicklung aufgehört wurde zu entwickeln. Aber ich würde gerne nochmal irgendwann einen Ether-Mod reinbringen. Weil das einfach, das erweitert das Spiel so stark, dass ich es einfach nur genial finde. Also, ich hatte auch eigentlich gehofft, dass Notch schon vor der Vollversion in der 1.8 oder so, glaube ich, war das. Oder 1.5 sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Den Ether-Mod reinbringt ins Spiel, hat er aber nicht gemacht. Jetzt hängt es ja nicht mehr an ihm, soweit ich weiß.
Ja. Und dann werden wir mal sehen. Dann gehen wir ein bisschen in den Äther. Falls das geht mit der Mod. Übrigens könnte es sogar sein, ich habe eben schon gesagt, dass ich jetzt etwas mehr Zeit habe, dass ich sogar noch ein Let's Play machen anfangen werde. Und zwar, das ist aber noch so unsicher, dass ich es eigentlich gar nicht sagen wollte, aber ich mache es jetzt einfach, weil ich da jetzt Lust drauf habe, euch das zu erzählen. Und zwar wurde mir gerade ein MMO empfohlen. Habe ich ja in der letzten Binding of Isaac Folge schon gesagt, dass ich Lust hätte, mein MMO zu Let's Playen. Ich werde das gleich mal ausprobieren, ein bisschen spielen und dann mal gucken, wenn es gut geeignet ist, dann machen wir das und wenn nicht, dann lassen wir es halt bleiben. Ich werde es ja nicht in irgendeinem MMO haben, was dafür total ungeeignet ist. Für alle, die es interessiert, wie es heißt, ich bin gerade am Downloaden, es heißt Vindictus, 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 es heißt Vindictus. Vielleicht kennst du ja jemand, da kann er mir dazu auch gerne noch was in die Kommentare schreiben. Meinetwegen auf jeder das Spiel findet, was er davon halten würde, davon ein Let's Play zu machen. Wobei es dann eher an ein Let's Show ausarten würde, weil MMOs sind ja immer darauf ausgelegt, eine längere Zeit zu spielen. Und dann kannst du halt nicht alles zeigen. Das wären 700 Folgen bis zu Level irgendwas und dann sind wir noch lange nicht durch, also kannst du vergessen. Ja. Egal. Ich könnte die Bäume ja auch mal nachpflanzen. Und dann kommt das auch noch dazu. Das wird dann aber auch so ein Ding wie Isaac, dass ich erstmal hochlade und mal nicht. Also, oder? Wenn ich das auch noch starten sollte, dann mache ich, glaube ich, so einen Rhythmus, dass Isaac einen Tag kommt und der andere Tag dann Vindictus. Und Minecraft versuche ich wieder jeden Tag hochzuladen und Terraria, sobald ich es wieder, ja, sobald es wieder geht, auch. Ich möchte auch mal was stehen lassen. Bitte sag mir, dass ich da nichts stehen lassen habe. Ne, ist ein anderer Baum, oder? Bitte sag mir, dass das ein anderer Baum ist. Ah, und League of Legends kommt dann auch noch. Auch immer so zwischendurch, aber nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem Kanal, den findet, sondern auf dem League of Legends Kanal, den findet ihr auch in meiner, in der Kanalbox. Da kommt aber allerdings nicht nur Let's Play, da kommt aber allerdings nicht nur ein Let's Play League of Legends, sondern auch so eine Art Guide. Oder was könnte noch kommen? Vielleicht mal ein Shoutcast, wobei ich da eher skeptisch bin. Das ist nicht so mein Ding. Shoutcast oder ja, Tutorial hatte ich schon, ein Guide, ein Informationsvideo, ja, eine Champion-Vorstellung für die Champions, die neu rauskommen. Irgendwas, wo ich die Skins zeige. Ich bin ja auf dem Beta-Server drauf bei LOL. Ja, so eine Registration zum Beispiel für den Beta-Server, wenn man da drauf kommt. Und sowas in die Richtung halt, das wird da alles kommen. Also steht relativ viel an in nächster Zeit. Für den Kanal ist auch schon relativ viel designt, bis auf ein Intro, das fehlt mir noch. Ein Outro habe ich schon. Das Intro fehlt noch und dann geht's da los. Das Outro hatte ich hier auch mal bei der einen Binding of Isaac-Folge drin. Hab mich dann allerdings, auf dem Let's Play-Kanal gegen das Intro entschieden, weil es einfach nicht passt. Und weil es für mich ein unglaublicher Umstand beim Rendern ist, noch ein Intro immer reinzupacken. Das ist einfach, das ist es nicht wert, sagen wir es so. Es ist einfach nicht wert, so ein Intro, das sich sowieso 95% nicht angucken, reinzumachen. Wenn es sogar noch einige Leute nervt und ja, es eigentlich keinen Sinn hat. Wie es immer so ist bei Outros, nicht Intros. Wobei Intros bei Let's Plays mir auch ziemlich auf den Nerv gehen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Weil, weiß nicht. Let's Play ist das hier manchmal so, man entdeckt irgendein Let's Play. Sagen wir, man hat jetzt mal ein Minecraft-Let's Play entdeckt. Und jetzt hat man Lust, sich das komplett anzugucken. Sagen wir mal, wir sind jetzt, was natürlich, was wir nicht sind, was jetzt natürlich total überspitzt ist. Also sagen wir mal, wir haben jetzt 70 Folgen hochgeladen. Dann kannst du die jedes Mal, wenn du diese 70 Folgen angucken möchtest, vielleicht sogar in einem durch, was bei 70 Folgen total überzogen ist, aber in, sagen wir, 4, 5 Tagen,
hast so gut was zu tun, aber es geht ja. Guckst du das an und hast jedes Mal das Intro davor, dann geht dir das Intro nach der Zeit einfach nur noch auf Nerven. Ist ja klar. Genauso wie bei Fernsehsendungen, ich das Intro auch grundsätzlich vorspule eigentlich. Also ich gucke, wenn ich eine Sendung gucke, die natürlich nicht im Fernsehen, weil ich sonst ja nicht vorspulen. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Und wenn nicht, ist es auch egal. Moment. Nein? Nein. Okay. Ich habe etwas vergessen. Nämlich das hier. Gut, dass es jetzt erst dunkel wird und noch nicht dunkel war. Da muss ich auch noch irgendwas machen, das sieht doof aus. Jetzt gehen wir schlafen und bauen wir das Haus weiter. Letzten Folge habe ich, glaube ich, was von Let's Build an Adventure Map gesagt. Das möchte ich auch nochmal irgendwann starten. Das kann sich aber noch ein bisschen ziehen. Also, da habe ich, weiß noch nicht genau, wann ich anfange. Grundgerüst, könnte man sagen, steht schon, aber ja, da muss ich halt nochmal genau gucken. Und Inventory Tweaks brauche ich dringend wieder. Gravel, Kakaobohnen. Cobblestone. So. Was brauchen wir noch? Nichts. Dann kommst du hier rein. Ne, du kommst mit. Kannst hier hin. Davon Stack. So. Oh mein Gott. Du dahin, du dahin, du dahin. So. Ich habe das Gefühl, dass die Katzen total nutzlos sind. So. Und hier. Fackeln wollte ich hier anbringen. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder, wo ich sie sehe. Dass ich. Ach, Lied wechsel erstmal. So. Dip, 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 dip. Hab ich einen Apfel mit? Ja, ich habe einen Apfel mit. Dass ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich Fackeln anbringen wollte. Sind die Wolken verbuggt? Die Wolken sind verbuggt, oder? Da müssen die so aussehen. Nein, die müssen nicht so aussehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist schon relativ riesig. Damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Jetzt hören wir aus, wir können ja noch so eine Außenterrasse machen, einen kleinen Hafen. Oder schlag mich tot, keine Ahnung. Wie viele Felder haben wir denn? Eins. Eine Spitzhacke. Natürlich nicht. Wozu denn auch eine Spitzhacke? Egal, hier, komm. Hallo. Ich möchte jetzt nicht wieder zurücklaufen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30, 31. Das sind 24, oder? Zu groß auf jeden Fall. Naja. Ich würde sagen, wir rücken überall 5 ein. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, was ist das für ein Lied? 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich das hier auch so gemacht? Ich bin schon wieder total verwirrt. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So. Ja.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.